Macht WG das Spiel kaputt? Das ist der Eindruck, den man manchmal bekommt, wenn man durch Facebook durchscrollt und mal ein bisschen die Gruppen von WoT durch Facebook durchliest. Viele sind unzufrieden und ja, heute soll es darum gehen, ob WG wirklich das Spiel kaputt macht oder ob die Leute einfach nur unzufrieden sind und gar nicht das objektiv sehen. Und ja, ich bin euer Dr. Scamp und wir fangen an. Im Hintergrund werdet ihr ein Spiel von mir mit einem T54 sehen und ja, ich rede jetzt mal so ein bisschen drüber, meine subjektive Meinung, das ist natürlich nicht objektiv, sondern ich versuche es möglichst objektiv zu halten, aber es ist immer noch meine Meinung. So. Und wir fangen halt einfach so mit dem Thema Goldmunition an. Und zwar ist das ja schon altes, tausendmal durchgekautes Thema, aber viele kämpfen immer noch und man wird auch manchmal nach dem Gefecht noch angeschrieben, ah, du Goldmunition-Bot oder haha, Gold-Bot oder sonst was. Paradox ist dabei, du wirst von Panzern angeschrieben, die einfach keine Panzerung haben, wie so ein Skorpion G, der dir schreibt, haha, du hast mich mit Gold beschossen, weil du nun mal Gold geladen hattest und er aufgegangen ist. Da sind so Fragen, Punkte, wo man sich einfach nur manchmal fragt, wieso. Und was hat Goldmunition so an Vorteile und Nachteile aus meiner Sicht? Also zum einen muss man immer bedenken, Gold kostet. Es sind immer 4.000 bis 5.000 Credits, die man dafür zahlt, um den einen Schuss zu machen. Das ist teuer. Auf Tier 10 ist das verdammt teuer, Gold zu spielen. Das sind 100.000 pro Runde, die du da minus machst, wenn du nur Gold schießt. Und man hat auch manchmal das so, wie zum Beispiel jetzt in diesem Gefecht, die Goldmunition ist auch noch langsamer. Also sprich, du hast dadurch noch nicht mal einen besseren Aim, sondern du musst sogar besser vor-aimen, zum Beispiel beim T54 jetzt, weil die einfach noch mal langsamer fliegt. Und das ist ja keine Seltenheit, das ist ja oft so, dass die Goldmunition einfach ein anderer Typ ist. Und wenn du Standard-APCR hast und danach halt AP oder Heat, dann fliegt sie einfach viel langsamer. Und das muss man auch manchmal bedenken. Es ist einfach nicht zwingend leichter, mit Gold zu schießen. Und bei manchen Panzern, wie zum Beispiel den Liz, spiele ich fast only Gold, weil die AP für mich viel zu langsam fliegt und mit Gold besserer Durchschlag und die fliegt viel schneller. Also, das ist viel effektiver, wenn du davon Gunmark grindest, nur Gold. Also, und das ist auch nichts Schlimmes. Und Leute müssen davon wegkommen, Gold ist schlecht. Jeder hat die Möglichkeit, es zu spielen. Also, es hält dich ja keiner davon ab. Lad doch dein Panzer voll Gold und spiel es doch selbst. Und man muss auch bedenken, durch Gold habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich Gegner penetriere. Vor allem bei Heavies ist das der Fall. Das werden wir noch am Ende von diesem Gefecht sehen. Da werde ich gegen das Mäuschen noch kämpfen. Und wenn ich das Mäuschen nicht mit Gold beschieße, sondern mit AP, ist das sehr unwahrscheinlich sogar, dass ich das penetriere. Schieße ich es mit Gold, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher. Also warum sollte ich jetzt mit AP schießen und mir selbst ein Hindernis darstellen, wenn ich das anders machen kann und mit Gold das viel wahrscheinlicher und viel konstanter machen kann? Also, man will ja auch effektiver spielen und wenn wir schon von Munition reden, HE finde ich persönlich das größte Problem, denn du kannst, wenn du ein, sagen wir mal, ein IS-7 Hold Down stehen hast und der steht Hold Down und zeigt eben nur seinen Turm, dann ist es egal, ob du AP oder Gold geladen hast, du pennst ihn nun mal nicht. Außer du schießt da von oben irgendwie in die Luke rein, ist das möglich, aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber was ist, wenn ein Kinderwerfer auf den IS-7 Hold Down schießt? Der IS-7 kassiert 500 Damage, weil der Kinderwerfer nun mal seine HE schießt. Und das finde ich ist ein viel größeres Problem, denn HE nimmt den ganzen Skill aus dem Game raus. Sagen wir es mal so. Es ist halt egal, wie gut du wirklich spielst. Wenn du mit HE beschossen wirst und der Panzer trifft dich, kriegst du halt Schaden, außer der Schuss fliegt nicht wie in Kanonen und Ketten, aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Das ist ja schon Glück. Ja, das war so viel mein kurzer Einblick zur Goldmunition. Viel mehr will ich drauf nicht eingehen, aber ich bitte euch, hört auf, euch über Goldmunition aufzuregen, denn jeder, der Gold schießt, hat irgendwie einen Grund dafür. Vielleicht grindet er gerade die Gunmark und hat einfach voll Gold geladen, um gar nicht erst diese Umlademechanismen da zu beachten, auf wen er schießt. Abgesehen davon, ihr könnt immer selber Gold laden, also warum soll man über irgendwas sich aufregen, was man selbst genauso machen kann? Macht das dann euch einfach selbst und profitiert einfach von dem. Der zweite Punkt, der auch an Goldmunition so leicht angrenzt, ist mein 10er Fahren zu teuer, habe ich dazu geschrieben. Und zwar,
finde ich das ein bisschen schade, dass wenn ich 10er fahre, ich fast gar keine Möglichkeit habe, wirklich die Dauer zu fahren, ohne Minus zu machen, denn da muss ich schon, ja, hier werde ich noch gerammt im Gefecht, da muss ich ja schon wirklich full minimale Ausrüstung nehmen und nur AP schießen und ja, es ist nun mal nicht immer möglich. Also es ist sehr schwer, da wirklich dauerhaft zu spielen, ohne Creditsverlust zu machen, und das finde ich ein bisschen schade. Aber man kommt damit halt natürlich klar. Ich würde es besser finden, wenn man das ein bisschen anders gestalten würde. Sprich, es wäre ein bisschen, sagen wir mal, teurer, Premiums zu fahren, dafür aber 10er ein bisschen billiger, dass man das irgendwie so zusammenbalanced. Das würde ich mir persönlich wünschen, da ich sehr gerne 10er spiele, aber ich nun mal sehr schnell auch in Credits-Problemen lande, dass ich keine Credits habe. Und der Schuss auf den Tiger, King Tiger C war gerade sehr frech. Aber ja. Kommen wir zum nächsten Punkt, und das ist bei mir die Radpanzer. Danach folgt natürlich der Grafik- und neue Mechaniken-Punkt, aber ich fange erstmal komplett mit Radpanzer-Punkt an. Und zwar sind die wirklich OP. Und ich finde bei den Radpanzern ein enormes Problem. Und zwar, wenn ich als Light den anderen Light die Kette ziehe, dann steht der Panzer und ich kriege den kompletten Kettenschaden, wenn auf ihn geschossen wird. Schieße ich aber. Nehmen wir mal, ich bin jetzt am X1305 und ich schieße den IBR dreimal in sein Rad. Ich hätte nur noch 5 km/h und im Prinzip mache ich ihm schon zum stehenden Ziel. Und er wird getötet. Und ich habe nicht den Spot, sondern nur diesen Kettenschaden. Kriege ich keinen Support dafür. Und das finde ich ist einfach ungerecht. Denn wenn er mir die Kette zieht, dann kriegt er den Supportschaden. Aber wenn ich in die Rede ziehe, dann nicht. Und das, finde ich, muss man dringend anders machen. Weil das funktioniert so nicht. Also es kann nicht sein, dass die Räder kaputt schießen jetzt kein Support Damage ergibt. Man kann ja machen, dass wenn ihn jemand noch ein Rad kaputt macht, dass der dann das übernimmt oder so. Also ich glaube, WG könnte da ohne Probleme den Mechanismus sehr gut gestalten und das, die Berechnung da einlaufen lassen. Aber ja, die machen es einfach nicht. Und das finde ich schade. Ja, der nächste Punkt ist dann die Grafik und Mechanik. Und da ist ein großer Lob an WG mal zu geben. Ich finde die neuen Mechaniken eigentlich alle super. Angefangen von dem Udes mit seinem Siege-Mode damals und jetzt Doppelrohr, die Italiener mit ihrem Zulademechanismus, die neuen Polen mit deren Geschwindigkeits quasi eine Art Siege-Mode wie beim IBR halt. Das ist schon cool und macht Spaß. Beim IBR zum Beispiel mehr Geschwindigkeit, schlechtere Wendung. Man muss schon, wenn man wirklich effektiv damit und klar gut spielen will, das auch beachten und das lernen. Und das ist schon interessant. Vor allem, es bietet auch mehr Möglichkeiten, mehr Abwechslung. Und seien wir mal ehrlich, würden wir jetzt nur die Standardpanzer haben, nur die Standardkarten und sonst nichts, dann würde es nach 1 bis 2000 Gefechten einfach irgendwann mal langweilig werden, weil es nur das gleiche wäre. Und so bietet es einfach immer mehr Sachen, immer eine Abwechslung. Das ist einfach. Also ich finde das wirklich sehr cool. So, der nächste Punkt bei mir. Also natürlich die Grafik nicht vergessen. Die Grafik ist für ein Free-to-Play-Spiel wirklich sehr gut und ich finde die einfach wirklich, wirklich gut. So, der nächste Punkt dann sind die Premium-Panzer, die man umsonst bekommt. Die Herausforderungen, die Tank Rewards und auch der Battle Pass zum Beispiel, wo man jetzt kein Premium Panzer an sich bekommt, aber viele tolle Sachen und gute Sachen, vor allem verbessertes Equipment quasi, für nichts. Also man muss das nicht mal kaufen, man muss ja nicht das Verbesserte kaufen, um einen Teil davon zu kriegen. Mit Verbesserten kriegt man nur mal zwei, wenn man es natürlich durchspielt. Und ich finde es einfach sehr gut, dass WoT einfach diese Möglichkeit gibt, hier, ihr habt die Möglichkeit, es euch zu erspielen. Sprich, ihr müsst nicht zwingend bei uns Geld reinstecken. Es reicht uns auch, wenn ihr Zeit reinsteckt. Dann geben wir euch auch ein bisschen was. Und natürlich, die geben jetzt nicht die allerkrassesten Panzer. Nein, aber wenn man das wirklich genau hinnimmt, ist der Liss ein guter Panzer. Der Burask war ein sehr guter Panzer. Das gab es, glaube ich, auch im Marathon zu den IBR. Welch, bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Aber ich meine schon, und das ist ja ein Top-Light zurzeit. Der ist ja OP sogar. Man kann super 9er Panzer zurzeit erspielen in den Steel Hunter-Modus und Frontline. Wie zum Beispiel den Scharfütür, der wirklich, wirklich gut ist. Oder den, hier. Jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein. Der Phase One. Ja.
Ist auch ein super Panzer, kann man super mitspielen. Ein Top-Panzer für die, für das, was er kann. Und da finde ich es einfach nur top, dass man die Möglichkeit hat und man ist es nicht gezwungen, Geld zu geben. Auch die Kampagnen, die reingebracht haben mit 260 und 279, ja, die basieren sehr stark auf Skill und nicht jeder schafft das. Aber dennoch ist das einfach ein Geschenk und wenn man sich da wirklich hinterherhängt und wirklich das möchte, dann bin ich mir sicher, schafft man das. Der nächste Punkt ist bei mir der Balance. Und da finde ich jetzt einfach ein bisschen, da muss wirklich krass dran arbeiten, denn hat man jetzt, zum Beispiel, ich stelle jetzt mal ganz kurz auf Pause und wir gucken uns die Karte an. Wenn wir diese Karte jetzt hier haben, ja, ich kann sie jetzt nicht größer machen, und wir haben drei Artis da und vier Lights. Ist das Gefecht so, dass wir hier vier Lights hin und her fahren haben? Hier hinten stehen die drei Artis natürlich von den Spielen und alle Panzer sind entweder hier, ein paar sind hier und der Rest ist hier. Keiner fährt vor. Wenn du vorfährst bei 4 Lights und 3 Artis, dann bist du tot. Und du hast keine Möglichkeit zu spielen. Und das sind die schlechtesten Gefechte, die du hast. Man müsste für mich persönlich nicht nur die Arti-Anzahl auf höchstens 2 reduzieren, sondern genauso die Leitaufzahl auf höchstens 3, würde ich jetzt sagen. Genauso sind die zweistufigen Gefechte nicht in Ordnung wie jetzt hier. Ich bin mit 9er und die 7er Panzer haben gegen mich nun mal keine Chance. Wenn ich 101 jetzt gegen ein T29 fahre, dann hat er nicht die Möglichkeit, außer er stellt gerade die ganze Zeit Hold Down gegen mich zu gewinnen. Und dann brauche ich nicht mal ein guter Spieler, also ich muss einfach nur auf ihn schießen in die Wanne und dann gewinne ich. Und das ist nun mal bei fast jeden 9er gegenüber 7er so, genauso wie bei 10er gegenüber 8er. Hast du einstufige Gefechte, sprich 7er zu 8er, ist das noch okay. 8er zu 9er ist das okay. 9er zu 10er ist das sowieso okay, weil 9er und 10er sich da nicht mehr viel machen. Manche 9er sind ja sogar besser als deren Nachfolger. Lass mal das Gefecht weiterlaufen. Also, auf jeden Fall macht es auf jeden Fall Sinn, dass man die Stufe runtersetzt und WOT ist so groß, man findet immer Mitspieler. Es ist jetzt kein Problem vom Matchmaking, dass es keine Spiele findet. Vielleicht um 4 Uhr morgens. Aber da kann dein Matchmaking ja nach einer Minute das mal überwerfen und das anders machen. Aber jetzt, das Gefecht, du klickst rein und bist drin. Warum kann man das dann nicht einfach angenehmer für die Leute machen? Also ich finde, das könnte man auf jeden Fall verbessern. Ja, dann haben wir nochmal, dass die Premiums teilweise für mich schon zu stark sind. Und das ist ein Punkt. Ja, es ist einfach nur mal so, dass ein Burask oder ein Charfutur jetzt kein Premium, aber ein Reward Tank einfach sehr stark ist. Und wenn man jetzt noch sagen kann, okay, Charfutur, den braucht man lange zu spielen und das ist Einzelfall. Ein Burask ist sehr stark, ein Progetto ist sehr stark auf seinem Level. Ein Defender hat die beste Panzerung teilweise auf der Stufe. Das finde ich ein bisschen zu stark. Das ist zu viel und das muss anders sein. Das kann nicht sein, dass die Panzer das halt dominieren. Aber das war früher nicht so. Früher waren die Premiums auf jeden Fall schlechter. Das hat sich jetzt in letzter Zeit ein bisschen geändert. Leider muss man dazu natürlich sagen, hat sich das geändert. Aber man kann nun mal nichts machen. Dann habe ich den Punkt Karten. Und bei Karten muss ich sagen, bin ich komplett bei WG. Und die machen die neuen Karten einfach unglaublich gut. Unglaublich gut. Und da können die Leute das vielleicht auch anders sehen, aber ich finde die neuen beiden Karten, ich mach mal das Gefecht auf Pause, ist durch, ich bin leider gestorben. Wenn man jetzt wirklich sich die Karte Berlin oder Perlenfluss anguckt, hat jede Klasse dort eine Rolle und jede Klasse ist wichtig. Wenn du eine Arti bist, bist du auf Berlin wichtig, du kannst in die Stadt reinschießen, du kannst die Lights dort aus den Positionen, wo die teilweise, also die TDs meine ich, rausschießen. Du hast eine Rolle. Du bist nicht wie auf Ensk und kannst nichts machen. Und genauso auf der Karte Berlin hat jeder Panzer eine Rolle. Und das ist Fakt, dass jeder eine Rolle hat. So, und wenn die weiterhin solche Karten bringen, weil die, ich habe jetzt auch gesehen, die haben wieder eine neue Karte in der Produktion. Wenn die wieder so gut ist, dann ist es doch top. Also Karten, wo jeder Panzer eine Rolle hat, sind super Karten. Karten, wo man mal was Offenes auch drin hat, wie bei Berlin und eine Stadt. Oder bei Perlenfluss auch eine Stadt und eine offene Fläche, wo du Flanken hast, die auch unterschiedliche Zufahrten haben und unterschiedliche Höhen, von denen du schießen kannst. Das ist top.
Das macht wirklich Spaß zu spielen. Und Karten wie Engs und Minen, die sind einfach zu klein. Das macht einfach keinen Sinn. Alte Karten, die darauf basieren, dass der Gegner, der vorfährt, der ist der Verlierer, die dann sehr statisch verlaufen. Zum Beispiel habe ich bei Siegfried-Linie, dass oft das Gefecht einfach erstmal steht, da passiert erstmal nichts. Und das sind Karten, die dann wirklich nicht viel Spaß machen und wo Leute auch Probleme haben. Dagegen finde ich, hatte mich bei Berlin wirklich nie Probleme mit der Karte. Ich kann sie eigentlich immer ganz souverän, ganz gut spielen. Kommt natürlich aufs Gefecht an. Und bei Perneflo sowieso, ich finde die Karte super. Ich finde, man hat da so viele Möglichkeiten, dass man immer irgendwie einen Punkt findet, wo dein Panzer gut ist. Das ist halt einfach, man muss auch diesen Punkt finden und es gibt Karten, auf denen gibt es diese nicht. Es gibt, auf dem Ensk ist es egal, was du mit der AT versuchst zu machen. Wenn du bei der Überfahrt schon gespottet bist, weil jemand mal 4 Meter vorfährt und du direkt stirbst, dann ist das nicht richtig. Und ich will jetzt keine AT-Spieler hier beschützen oder sowas, ich mag die AT an sich auch nicht wirklich. Aber dennoch ist es nicht richtig, dass du innerhalb von 3 Sekunden des Gefechts 10 Meter nach vorne fährst und du siehst das gegnerische Cap, wie die auseinanderfahren und die Hälfte der Panzer sind gespottet. Das ist ja nicht im Sinn der Karte, man solle irgendwie über Spot arbeiten und über Sichtweite und das ist auf den Karten nun mal fast gar nicht gegeben. Und das finde ich halt auch sehr schade und ich finde, diese Karten müssten größer werden, irgendwie überarbeitet werden oder einfach mal so Richtung Berlin und Pernfluss angepasst werden, dass auch jede Klasse das spielen kann. Und dass man Karten hat, wo wirklich jede Klasse konstant gut spielen kann und das wirklich dann auf Skill basiert. Dann, achso, und zum Balance vielleicht auch. Man sieht ja, dass WG es kann. Wir können uns ja mal Ranked angucken. Dort haben wir das ja. Dort gibt es ja maximal, glaube ich, 2 ADs. Wieso kann man das nicht in das normale Client, also genauso einfach einführen? Und man hätte schon ein Problem weniger. Ein Prokhorovka oder Malinowka mit 2 ADs ist angenehmer als mit 3 ADs. Wenn du auf Malinowka auf den Berg oben hinfährst und du hast 3 ADs und gehst als Erster auf, dann hast du eine halbe HP verloren. Und dabei hast du vielleicht den gegnerischen Turm noch nicht mal richtig gesehen. Oder ein Leiter ist mal kurz vorbeigefahren, aber du hast halbe HP verloren, obwohl du eigentlich theoretisch perfekt standest mit deinem Panzer. Und das ist nicht richtig. Bei 2 ADs ist das noch irgendwie, glaube ich, ertragbarer und wenn die nicht zu zweit auf ein Ziel schießen, dann ist das sowieso okay. Und genauso bei Lights. Wenn ich auf der Karte hier 5 Lights habe, ja, was soll ich denn da noch spotten, wenn ich 4 Gegner, also theoretisch aus eigenem Team noch 4 Lights, gegen die ich spotte habe und 5 Gegner-Lights. Jeder Busch ist besetzt. Du kannst keine Richtung auswählen, wo kein Light vielleicht ist, wo du dann durchpushen kannst, weil auf jedem Punkt ein Light ist. Also das ist auch nicht richtig und macht nicht wirklich deinen Spaß. Und dann kommen wir noch zum letzten Punkt. Leider, das Gefecht ist schon vorbei. Ihr werdet jetzt hier noch ein bisschen ein Bild sehen. Und sind die Events. Man hat viele gute Events, der Steel Hunter. Jetzt kommt ein Event mit einem Waffenträger. Man hat dann Panzerrennen und Fußball. Das sind Events, die viel Abwechslung bieten. Und wenn Leute sich dann wirklich wieder aufregen, was soll der Scheiß, wieso bringt man das nicht? Seid doch, also wieso funktioniert man sich drauf, dass sie das irgendwas nicht machen und legt seinen Fokus nicht drauf? Ah, geil, die machen das und das und das und das. WG macht ja viele Sachen. Ich finde, die machen wirklich sehr vieles gut. Und für mich ist WoT gerade auf einem wirklich guten Weg und es ist dabei einfach noch besser zu werden, als es oder vielleicht sein altes, gutes Spiel zu erreichen, was man früher hatte. Ja, die haben mal mit einer Zeit wirklich vieles kaputt gemacht, aber die sind dabei wirklich viel im Aufbau, die holen sich viele gute Sachen wieder rein. Und man sollte jetzt nicht davon ausgehen und sagen, nein, das ist jetzt alles scheiße. Das ist ja nicht der Fall. Und vielleicht so der letzte Punkt von mir, für die, die noch zugucken. Die Leute, die sagen, WoT ist Pay to Win, sollten das mal vielleicht versuchen zu begründen. Denn ich habe das letztens gelesen, ja, WoT ist doch Pay to Win. Ich habe keinen Punkt logisch gefunden, wo das zutrifft, denn ich habe nichts, wo ich Geld bezahle, wodurch ich besser bin als mein Gegner. Man kann vielleicht die Premium-Panzer, die reinkommen, reinnehmen, weil die wirklich gut sind, aber die sind gut, die sind nicht overpowered. Die sind nicht so, dass ich dadurch besser bin als mein Gegner. Also wenn ich jetzt auf Tier 10 fahre und man nimmt ja sich eigentlich die Top-Stufe als so eine Art Ranking, wer da gut fährt, der ist gut, wer da nicht so gut fährt, ist halt nicht so gut. Und auf Tier 10 gibt es nichts, was ich machen kann mit Echtgeld, dass ich besser spiele, als ich spiele. Gibt es einfach nicht. Ich kann mir höchstens Credits fahren und die ganze Zeit Gold fahren, aber ich kann auch dafür Achter fahren und danach das Ganze mit Gold fahren auf Tier 10. Also es ist ja möglich. Deswegen ist WoT für mich auch kein Pay-to-Win-Spiel und
Ja, ich glaube, damit beenden wir auch das Video. Ihr habt jetzt meine Standpunkte erfahren. Wenn ihr die teilt, lasst ein Like da. Wenn nicht, könnt ihr gerne ein Dislike da lassen. Dann sehe ich so ungefähr, in welche Richtung ich mich bewege und wie die Stimmung so bei WoT ist. Und ihr könnt mir gerne auch in die Kommentare schreiben, was ich vielleicht falsch sehe oder wo ihr mir zustimmt oder welche Punkte ich vielleicht gar nicht reingenommen habe. Denn das war jetzt so, was ich so in Gedanken hatte, was mir so einfällt zu WoT. Es gibt hundertprozentig noch viel mehr Punkte, aber die sind mir nun mal jetzt nicht so direkt in den Sinn gekommen. Ihr könnt mir die gerne reinschreiben, dann machen wir so einen zweiten Teil mit den Punkten, die mir jetzt nicht eingefallen sind. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.